Und herzlich willkommen zurück zu Paraworld mit einer weiteren unprofessionellen Folge von mir, wie immer. Also, wo stehe ich gerade? Und zwar ist es in der Mine, die ich untergrundmäßig bei mir habe. Was da hinten ist, ist eine Förderstation, die die V-Light von mir weiter hervontreibt. Und zwar schmeißen wir einfach die Sachen, die wir hier finden, hier rein. Das heißt, wenn ich jetzt hier was abbauen will, zum Beispiel jetzt hier Stein oder so oder hier das Erz hier, würde es hier reinschmeißen, es wird nach oben fließen durch den Hopper, über die Hopper Dust in das Lagersystem, was ich mit da verbunden habe, weil ich hier dann nicht mehr hochlaufen müsste, die ganzen Sachen lernen oben in der Kiste und dann wieder runter zu laufen. Das habe ich dann hier sozusagen da mit meiner V-Light dann kombiniert. Ich glaube, das vom letzten Mal kennen wir noch hier, diese ganzen Tinker-Sachen, die sind ja hier am Laufen. Beziehungsweise wird noch weiter vorangetrieben an der Sache. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen die Kisten erweitert. Auf jeden Fall, wenn jetzt noch mehr Zeug reinkommt, kommt es hier rein. Also, das, wenn da noch mehr zukommt, ist nicht das Problem. Hier unten wurde das dann halt verbunden, was aus dem Keller kam. Ja, und das Lager hat sich halt so sozusagen nur noch erweitert, beziehungsweise ein bisschen hier verändert. Man kennt das ja noch vom letzten Mal. Hier sind die ganzen Items. Hier ist dann wieder die Endkiste für die letzten Sachen, die hinkommen. Und das geht dann halt weiter nach unten. Also das sind dann die letzten Sachen, die hier durchkommen. Hab dann hier noch die Erze hinzugefügt. Was ein bisschen komisch ist an der Stelle. Oh, jetzt weiß ich, warum das hier ankommt. Ich hatte ein Problem mit der Kiste hier. Ich wunderte mich die ganze Zeit immer, wo die Sachen ankommen. Jetzt weiß ich auch, wo die ankommen. Hier war das nicht genau. Weil ich ein bisschen umsortieren musste. Weil ich die Sachen von Zelda, die noch da sind, ein bisschen hier rüber rücken musste und das ein bisschen dahin. Kam mir das ein bisschen komisch vor, warum die Sachen da nicht ankommen. Ah, die brauche ich. Das kann weg. Das Erz ist gleich wichtig. Hier unten seht ihr das Erz. Hier seht ihr 000. Ich habe doch gerade hier oben Cinnabor-Erz reingepackt, beziehungsweise Cinnabar-Erz. Eine andere Funktion. Ich habe das ein bisschen automatisiert hier und das geht gleich auch weiter. Das machen wir auch gleich noch gemeinsam so weiter. Hier sehen wir drei Hopper unter den Hoppern, wo die Erze drunter sind. Die schießen hier durch, gehen unter die Tiere lang. Da können wir eben schnell einmal einen Blick reinwerfen. Das ist jetzt ein großartiges geworden, also einfach nur ein Klotz aus Stein eigentlich sozusagen. Blüpp. Lauf mal fix hin. Da oben läuft der Strang mit dem Hopper das durch, da habt ihr gerade gesehen. Wie gesagt, das ist nur der Bock, der wurde halt immer nur ein bisschen abgecovert. Mal beziehungsweise einfach mit Blöcken verbunden. Dass man das nicht sieht. Das ist ja halt immer noch da unten so eine Station, wo einfach die Tiere drin sind. Das Loch muss ich nur ausbessern. Das habe ich da einfach gestern irgendwann, weil ich probeweise eine Bohrung gemacht habe, wo es nach draußen geht. Ja, dann gehen wir hier unten hin. Das kann ich anfassen. Hier kommt dann das raus, was hier durchgeschossen wird an Erzen, schießt nach oben in eine weitere Etage. Und jetzt kommen wir schon zu dem, was ich gerade noch getrieben habe. Und wir gleich noch weitermachen gemeinsam. Und zwar hier ist der Sourdough, der packt uns das ganze Erz hier rein. Komplett. Alles, was wir in Erzen finden, verbindet er uns. Kupfer und Zinn, beziehungsweise das Tin, packt er in ein Erz rein. Und das ist schon mal ganz gut. Wir bekommen das nur noch von Simple Ores raus. Das gleiche ist auch hier von Simple, beziehungsweise hier ist von Flexbed. Ich glaube, das ist, was ich als erstes reingeworfen habe, kam hier durch. Dann wurde hier der Coke-Ofen noch ein bisschen anders gemacht. Hier habe ich jetzt einfach noch so ein paar Glasflaschen reingepackt. Jetzt habe ich keine mehr, aber ich könnte ein bisschen auftanken. Glaube ich, gar keine bei mir. Aber das macht nichts. Ich habe aber, glaube ich, noch Holz bei mir. Ah, die nicht, aber die da oben. Dann kann ich noch ein bisschen Teer hier herstellen, wenn ich nachher dieses Holz brauche. Dieses Treated Wood. Ja, und hier ist der Crusher. Wo ihr oben schon seht, Glasfenster komplett mit Stone eingewickelt. Liegt daran, dass ich hier hinten eine automatische Erkennung reingebaut habe, weil wir dieses Project Back funktioniert, beziehungsweise ist nur die Hälfte damit aktiviert worden. Und hier oben habe ich einfach eine Clocking, beziehungsweise mit einer unten Clocking gebaut. Hier ist ein Comparator dran. Der erkennt, sobald ein Block drin ist, schießt er das einmal durch. So, der ploppt das raus und unten kommt dann das Erz raus. Also nichts Wichtiges an für sozusagen eine Clock, die sich selbst aktiviert und selbst wieder ausgeht. Hier kommt das Erz, was wir dann haben. Und das werden wir jetzt noch verbinden und das ganze Erz dann einmal durchlaufen lassen. Und im späteren Verlauf gucken, ob neun Dor reichen, nach unten schicken, beziehungsweise oder hier oben lassen und das brennen lassen, zur Not, wenn ich es haben möchte. Das kommt aber noch alles. Ich brauche die beiden Aktionen hier.
Und dann sollte es schon funktionieren. Ah, doch, schießt er durch. Ich höre es doch. Er pumpt Ärzte hinten rein. Jetzt hört man den Quatsch auch ganz gemütlich laufen. Ja, die Anlage läuft. Da kriegt er noch 22 Eisen hier rein. Ja, jetzt pumpt er nach und nach das ganze Zeug hier rein. Der ballert hier vor, damit es halt nicht durchgeschossen wird. Ich hätte es auch von oben runterschießen können. Aber dann passt das halt mit der Anlage nicht wieder, weil ich dann aufs Dach müsste. Ich habe ja hier noch übelst viel Platz. Das ist ja nicht das Problem. Ja, jetzt quatscht er mir das Ganze durch hier. Man sieht schon. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und dann sollte der Rest dann auch laufen. Würde ich sagen, bis gleich und bis dahin. Einfach. Damit auch zurück hierbei. Und das ist unsere Ausbeute. Ja, Kobalt und Adalit habe ich vergessen, hier vorne ins System reinzuknallen. Deswegen blieb auch noch was drinne. Macht aber nichts, ich habe das schon pulverisiert, was natürlich blöd war, weil ich jetzt keinen Ersatz habe da vorne. Aber das macht nichts, das kriegen wir auch hin. Dass wir da noch zwei zusätzlich anschließen können, das sollte nicht das Problem werden. Aber was jetzt dazu kommt, ist, dass ich jetzt eine Kiste verringern werde. Denn er kann nur eine abtransportieren hier vorne immer. Kiste hat er. Machen wir die Kiste wenigstens richtig hin und hübsch. Ein Problem ist halt, dass er nur eine Kiste, beziehungsweise eine Kistenseite nur vollpumpt mit Erzen. Und nicht beide. Aber damit kommen wir ja aus mit dem ganzen Zeug. Na, müssen wir das einfach nur noch runterpumpen. Und dann schließen wir das da hinten mit an. An diese Pipe. Der Weg wird natürlich übelst lang sein. Problem ist halt, dass ich das Eisen noch nicht genug habe und dafür müsste ich mal eben ein, zwei Stacks Eisen schon mal vorbrennen. Die kann er hier brennen lassen. Und dann hier sowas wie Zinn oder sowas pumpt dann gleich wieder ins Lager zurück. Eigentlich alles, was hier ist, in der Kiste, die geschmolzen wird, muss eigentlich alles wieder zurück ins Lager. Was ein Hin und Her ist. Problem ist, ich könnte es mit Pisten, beziehungsweise ich könnte es mit Minecarts noch machen. Dass das vollpumpt, ich könnte das vielleicht versuchen, mit diesen Villagern zu machen. Könnte ich auch noch versuchen, aber ich finde es halt, dass es dann von A nach B schneller geht. Halt ohne Probleme geht es dann halt dadurch. Und das müssen wir dann halt ein bisschen ändern. Ich muss jetzt hier eine zweite Pipe anschließen. Ich habe jetzt nur 15 Stück, weil mehr habe ich ja gar nicht mehr im Peptum. Ich könnte jetzt zweite Reihe nehmen. Und einfach hier lang gehen. Eigentlich keine andere
Wahl habe und das bleibt dann ja offen, das Rest. Ja, das soll es dann eigentlich fast auch schon wieder dazu gewesen sein, was da eigentlich noch offen kommt. Das wird sich jetzt so ein bisschen verändern, dann wird hier wieder hier noch eine Leitung kommen, die wirklich dann da hinten hingeht und uns dann dahin bringt. Jetzt haben wir schon wieder 13 Eisen, 14 Eisen, das heißt für uns wieder, wir können ein paar Dinger machen. Oakwood schnappen. 12. Gucken. 16 Stück. Dann kommen wir auch wieder ein bisschen mit näher. Bis hier vorne müssen wir hin. Alles ist klar. Jetzt machen wir hier schon Knick. Wenn wir Glück haben, reicht das schon. So aussieht, reicht das schon. Er sollte jetzt auch nach und nach alles ins Lager pumpen. Schauen wir mal, wo es sich erhöht. Vorher waren nur überall 1-1-1 drinne. Das hat er jetzt schon 8 drinne. Da, Gold. Goldgrid kommt jetzt rein. Sehen was. Es wandert jetzt langsam, langsam. Hier um den ganzen. Seht ihr, tuckert durch. Hier geht's auf den Storage-Controller, beziehungsweise auf den Door-Controller drauf. Der macht es dann halt von links nach rechts. Das sollte reichen. Und dann kann man halt hier noch Adat und Kobold in die beiden Richtungen packen, beziehungsweise ich kann es auch noch hier in den packen. Hier. Ah, das geht nicht. Ich muss es auf die Leitung kriegen. Und dann packe ich es daneben. Oder packe ich sie einen höher und kriege es dann auch noch dahin. Das sollte nicht zu schwer sein. Oder macht hier ein. Aus den beiden macht man einen Vierer raus. Kann man auch mal so einen wie hier. So ein Vierer. Sollte auch reichen. Da kommt ein, weil das eigentlich nur wieder ein Zwischenspeicher ist für alles. Hätte ich auch wirklich. Das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Hätte ich wirklich nur Vierer nutzen können. Das kann ich eigentlich nur machen. Ah, da brauche ich jeweils das Erz wieder zu. Muss ich einmal die Leitung kappen und einmal das Erz für jedes einmal holen. Und dann die Leitung kappen. Das hätte ich mal Anfang an machen sollen. Jetzt ist es so gewesen. Jetzt macht es auch nichts aus. Dann hätten die auch nicht so viel. Wenn die auch schon eher da, dann würden die hier schon sein. Die würden dann da abtransportiert werden und die würden dann auch schon wieder eher in Benutzung kommen. Macht da aber nichts, sollte dann jetzt auch so klappen. Alles klar. Dann klappt es beim nächsten Mal mit der Automatisierung zurück. Die machen wir dann aber auch gemeinsam. Und dann sollten wir vielleicht mal uns an den Arcane Furnace rantrauen, beziehungsweise auch an die automatische Produktion für Glas. Und dann noch im Keller für die Presse. Für die Chartpresse, dass wir da auch noch weiterkommen. Die wird dann auch noch automatisiert, beziehungsweise halbautomatisiert. Gucken, wie ich das dann da mache. Bestimmt auch mit so einem System, dass er, wenn er 6 ab 6 drin hat, 6 mal durchlaufen lässt und es dann rauspumpen lässt. Gut. Bis dahin würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen mit der kleinen Quascher-Folge heute. Automatische Quascher-Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Flash-Shooter und ciao, ciao.